Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Orden des Phönix, Harry Potter 5. Hier sind wir wieder und sprechen hey mit Dean. Dean, wir haben alle Wasserspeier gefunden. Cool. Kann ich später im Schlafsaal abschreiben? Da musst du Hermine fragen. Wir haben die Wasserspeier nur gesucht, nach dem DA-Treffen. Cool. Um es dir unter die Nase zu reiben, Junge. Was abschreiben? Okay, wir haben fast alle. Wir brauchen nur noch den Zacharias. Hallöchen. Hey. Hallöchen. Und das Rätsel hier mache ich jetzt mal nicht. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Geht's hier zu McGonagall? Ich glaube schon. Ja, verdammt. Ich will den anderen Ausgang. Den, wo es eventuell in den zweiten Stock geht, wo wir hin müssen. Wegen zwei Quests jetzt auf einmal wieder. Hi. Wo ist denn dieser blöde Ausgang hier? Ah, da. Hätte ich ja gar nicht die Abkürzung durch die Mitte nehmen brauchen. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Naja, egal. Okay. Das dürfte auch der erste Stock sein, nicht wahr? Wenn ich jetzt hier lang gehe, wo komme ich denn dann hin? Ah, ich habe schon wieder vergessen. Ich bin ja eben noch durchgelaufen. Ah, dann komme ich zum Viadukteingang. Okay. Das ist falsch. Mann, Hermine, geh mal aus dem Weg. Ich bin VIP in diesem Schloss. Das Porträt kennen wir nicht, weil wir irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß auch echt nicht, wer ihm das gibt. Das ist echt schwierig, aber irgendwann werden wir schon rausfinden. Aber wie gesagt, momentan versuche ich mich auf die Hauptstory zu konzentrieren. Jetzt gerade zumindest diesen Part. Ich weiß, davor sah es nicht besonders danach aus, aber ich versuche es. Okay, jetzt sind wir im ersten Stock immer noch. Ich will den zweiten. Ich glaube, hier komme ich nicht in den zweiten, ehrlich gesagt. Verdammt. Dann gehe ich durchs Treppenhaus in zweiten. Auch okay für mich. Erster Stock. Im zweiten Stock ist einmal dieses Porträt, aber das wollen wir ja nicht nehmen, weil das lässt uns ja nicht durch, der alte Sack. Immerhin wusste er ein bisschen über das Rätsel. Wow, im zweiten Stock kommt man nicht rein. Gehen wir in den dritten und gehen von da runter. Zumindest ist das der Plan. Aber dieser Dichter fuckt mich auch hart ab, ne? Ist jetzt nicht so mein Lieblingsporträt. So, dritter Stock und runter. Da müssen wir dann in den zweiten kommen, oder sehe ich das falsch? Das ist natürlich echt ungünstig, dass der jetzt gerade uns nicht durchlässt, der blöde Bibliotheken-Porträt-Man. Ups. Aber hier ist gut, hier ist richtig. Oder? Kommen wir in den zweiten? Das ist nicht die richtige Treppe. Hallöchen. Hey. Hallöchen. Ich hasse die Schüler hier alle, ey. Alles Idioten. So, hier ist gar nichts, ne? Ne, nicht mal ein Porträt oder sonst was. Ich bin froh, dass Professor Snape unser Hauslehrer ist. Ja, ja, ja. So. Hier über die Brücke. Ich glaube, das bringt uns alles nicht unbedingt weiter. Hier waren wir auch schon tausendmal. Oder? Wo sind wir jetzt? Oh, jetzt sind wir hier. Ja, das könnte gut sein. Von hier geht's ja hoch. Das ist ja auch falsch, ne? Oh, wie kommt man denn in den verkackten zweiten Stock? Da muss ich hin. Hier runter? Komme ich doch wieder zum Verwandlungsinnenhof, oder nicht? Oder wo geht's hier hin? Nächstes Mal will ich unbedingt nach Hogsmeade. Kommst du mit? Boah, Hogsmeade ist lame, Junge. Da gibt's nichts. Okay, zweiter Stock wurde angezeigt. Vielleicht doch gut hier. Diese Treppe sagt mir auch was. Ah, okay. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Ich muss jetzt erstmal mit der sprechen, nicht, dass ich das vergesse. Weil das eine Porträt hier ist wirklich wichtig. Da muss man eigentlich immer durch. Kennen Sie Percival Pratts Passwort? Ich? Nein, nein, nein. Aber dieser Google's Dump in der Halle neben der Brücke. Google? Er kennt viele Antworten. Naja, der Google, Mr. Google kennt alles, ne? Das ist ja schon klar. Alles klar. Kommst du mal wieder von der Anhörung, Potter? Junge, da, dafür kriegst du einen aufs Maul. Ciao. Okay, das Porträt in der Halle? Was hat sie gesagt? Google's Dump. Keine Ahnung, werden wir schon irgendwie durch Zufall mal finden. Sei bitte nett zu Zacharias, wenn wir jetzt in die Bibliothek zurückgehen, Ron. Warum? Einen schönen Tag wünsche ich. Zacharias ist ein Lappen. Ach, damit bin ich doch schon lange fertig. Was? Ich muss jetzt wissen, wann der fast kopflose Nick gestorben ist. Oh, 1995. Also könnt ihr es sicher herausfinden. Und kommst du danach mit zum Treffen? Ja, ja. Wo ist denn der fast kopflose Nick denn jetzt hin? Ich glaube, der kommt jetzt, ne? Ja. Okay, Glück gehabt. Ah, Harry. Suchst du mich? Sir Nicholas. Na, zufällig schon, ja. Wann sind Sie gestorben?
Erinnerst du dich nicht? Du warst schließlich bei meiner 500. Todestagsfeier. Ach ja, in unserem zweiten Schuljahr. Also sind sie im Jahre 1492 gestorben. Ich wusste, dass du dich erinnern würdest. Hermine ist gut im Kopf rechnen. Komischerweise interessieren sich momentan alle für meinen Todestag. Wer weiß, vielleicht planen sie eine Party für mich. Ist halt einfach eine Aufgabe, eine Hausaufgabe. Der arme okay, Zacharias. Nick. Sir Nicholas ist 1492 gestorben. Ja. War da nicht die Entdeckung Amerikas? Das wusstest du bereits. Stimmt das nicht? Findet im siebten Was ein Zufall. Du musst an das DA-Treffen denken, um den Raum dazu zu finden. Okay, bis dann. Bis dann. Er ist echt ein Mongo, ne? Der hat uns ausgenutzt, dass wir quasi für ihn die Aufgaben machen. Die Hausaufgaben. Okay, die wollen beide was lernen. Wir müssen noch zu Sprout und zu Snape. Okay. Let's do this. Mit Soße. Wissensdurst. Du darfst eine ungefähre Ahnung, wie ich zu Snape komme. Eigentlich sogar eine ganz gute. Das dürfte nicht der kürzeste Weg sein, aber es ist ein Weg. Die Frage ist nur, wie kommt man zu Professor Sprout? Schwierig. Warum ist da gerade jemand in die Besenkammer gegangen? Kann mir das jemand erklären? Naja, gut. Jeder, wie er meint, ne? Erstmal wieder hier lang. Steht die denn da in der Ecke? Die Drogendeals in Hogwarts. Sehr mysteriös. Hier ist der Wasserspeier, den Harry gekillt hat letztes Jahr. Aber das ist schön, wenn die Kamera hier so rauszoomt und ganz Hogwarts zeigt. Oder vielmehr halt die Front so ein bisschen. Das gefällt mir. Ich mag das Spiel. Bei Snape sind wir schon mal. Das ist nicht so schwer. Die Frage ist nur, ob wir seinen Aufsatz überhaupt fertig haben. Ich bezweifle das ein bisschen. Sie überraschen mich immer wieder, Potter. Ah, anscheinend. Ich hätte nie gedacht, dass Sie Ihre miserablen Leistungen noch unterbieten können. Ach, haben wir doch nicht? Boah, Snape, ey, du bist echt ein Assi, ne? Schön am Dissen immer. Ach, verdammt, ey. Ach ja, wir brauchen Bücher aus der Bibliothek. Über Gifte und Gegengifte. Bestimmt nicht, oder? Aber ich versuch's einfach mal. Warte mal, wenn wir jetzt hier da durch den gehen, kommen wir doch schneller wieder in die große Halle als kennen Sie das Passwort für das Porträt von Percival Pratt? Ach, den hier sollten wir fragen. Perfekt. Was ein Zufall. Ich wusste einst die Antwort auf diese Frage. Aber jetzt weiß ich sie nicht mehr. Oh, Junge. Du könntest das Porträt von Gifford Abbott am Fuße der Treppe fragen. Er ist ein helles Köpfchen. Den muss man wie alles fragen. Der weiß jedes Sind Passwort. Sind Sie sicher, dass Sie das Passwort nicht kennen? Oh, jetzt lässt er mich auch nicht durch. Oh, ich hasse es. Ich kenne es nicht. Alter, dieser Dichter geht mir so auf den Sack, ne? Wegen dieser Quest müssen wir jetzt die ganze Zeit außen rumlaufen. Boah. Dann fragen wir mal Gifford Abbott, nicht wahr? Vielleicht kann er uns so sagen, wie wir zur Kräuterkunde kommen. Das wäre nämlich die nächste spannende Frage. Ich überlege gerade fieberhaft, aber so wirklich weiß ich es nicht. Hier hinten ist nichts mehr, oder? Oder im sechsten Teil ist hier an der Stelle Dumbledores Büro. Ist hier irgendwas? Schade. Kann man leider nicht rein. Ich würde gerne in Dumbledores Büro Unfug anrichten. Wie im zweiten Teil. Als wir ihm einfach zwei Bildkarten abgezogen haben und seinen Vogel angefackelt haben. Dann frage ich mal den Typen. Hoffentlich weiß der das jetzt auch. Wehe, der weiß das jetzt auch nicht. Kennen Sie das Passwort für Percival Pratt? Heißt das jetzt ja oder nein? Sie haben noch einiges zu erledigen. Nun, ich will Sie nicht aufhalten. Ja, hoffentlich. Dieses Passwort ist absurd. Das ist das Passwort und keine Beschreibung des Passworts. Nun, eigentlich beides. Das passt auf jeden Fall. Ja, danke. Das passt zu diesem blöden Rätsel. Jetzt würde ich da gerne das Rätsel nochmal hören, um die Antwort... Ein toller Tag zum Lernen. Jetzt nochmal, dass die dazu passt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Was war denn das Rätsel? Ich erinnere mich da überhaupt nicht mehr dran. Irgendwas Kryptisches. Die Antwort ist absurd. Komm, Harry, sag es ihm. Dieses Passwort ist absurd. Jawohl. Du hast das Rätsel gelöst. Grandios. Kann der eigentlich für ein komisches Blatt in der Hand. Tritt ein, mein Freund, und schreite voran. Soll denn das sein? Komm schon, hier geht's lang. Hör auf zu dichten, du Lappen. Ich hasse dich. Jetzt fahr nicht weg. Ach.
Tilt. Ich werde getiltet von Porträts. Dass das noch passiert in meinem Leben, ey. Uiuiui. Da unten ist nicht mal eine Treppe. Warum ist hier keine Treppe? Na egal. Geh mal halt hier runter. Dieses Treppenhaus ist so kompliziert, ne? Also wenn ich da jeden Tag durch müsste in meinem Leben, ich glaube, da würde ich raus tilten. Ach verdammt, das ist der Falsche. Von dem will ich nichts. Lerne fürs Leben. Hallo? Wissensdurst. Ein gesunder Geist ist ein wahrer Immerhin lässt Geist. Der uns jetzt wieder durch. Das ist ja schon mal was Gutes. Und wir haben noch ein Porträt gefunden. Professor Gelboffret oder wie der hieß. Verdammt, ich hab schon wieder vergessen. Auf jeden Fall hat er einen sehr coolen Namen. So, und jetzt ist die Frage, wo kriegen wir Snapes Kram her? Ich meine, es war in der verwundenen Abteilung. Habe ich recht damit? Guck mal. Ich habe mir nämlich erinnert, dass das irgendwo war, wo keine Bücher drinstehen oder nur noch das ein Buch. Das ist das Buch, das wir brauchen. Damit oh, man halt hier auch steht, der Mondstein ist auch ein Wunschstein. Hermine? Oh nein, du musst den Aufsatz selbst schreiben. Vielleicht korrigiere ich ihn dann. Das ist sehr nett, Hermine. Und daher und folglich und zusammengefasst. Daher? und folglich und zusammengefasst? Die müsste doch in jeder Prüfung also durchfallen, gut. oder? Ganz Bringen ehrlich. Wir den Aufsatz zu Professor Snape. Also bei den Formulierskills, da bestehst du doch nix. 4- mit Sternchen. In jedem Fach. Ich möchte jetzt kurz nochmal das Gewächshaus finden. Wie ich zu Snape komme, ist ja nicht so kompliziert. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist das Gewächshaus gleich um die Ecke, nicht wahr? Und ich glaube, ich habe recht mit diesem Gefühl. Ist das hier durch? Ah, hier geht's auch zum verwandelten Innenhof, jo. Zum Verwandlungsinnenhof. Aber hier geht's auch zu Kräuterkunde. So, die Hausaufgabe abgeben. Nein, nicht die komische Tentakel da, ey. Wer macht's eigentlich sowas? Tentakel abpacken und dann da reinpacken. What the fuck? Hervorragende Arbeit. Sogar mit erstklassigen Bildern. Ah. 10 Punkte für Gryffindor. Wenn Sie Kräuterkunde üben möchten, können Sie als Zackschüler jederzeit das Gewächshaus nutzen. Ja, muss nicht sein, ne? Wer braucht schon Unterricht, wenn man Harry Potter ist? Ich kann sowieso später machen, was ich will. Ich bin berühmt. Wo kommt man eigentlich hier hin? Lodernde Ohrwürmer. Sie beobachten uns. Sie beobachten uns. Das Porträt gibt es auch im 6. Teil übrigens als Abkürzung noch. Da erinnere ich mich auch noch dran. Ah, sind jetzt direkt bei meinem Lieblingsbadezimmer, wo ich immer wieder reinlaufe, obwohl hier nichts ist. Ich meine, gut, man kann ein paar Punkte sich ergaunern, aber das war's auch schon. 78% im 5. Stock, ist schon eine Menge. Aber noch nicht alles. Ich will ja Hauptsache in... Ich finde bekloppter als er kann man gar nicht aussehen. Jungs, was meinst du? Könnt ihr bitte Platz Hallo. Machen? Auch wenn du ein Gryffindor bist, das tut mir jetzt sehr leid. Mach Platz, danke. Was denken diese Schüler, wer sie sind, ey, sich Harry Potter in den Weg zu stellen? Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Shortcut ist, der direkt zu Zaubertränke führt, aber ich gehe einfach mal wieder den langen Weg. Treppe. Donkey. Ah, so, bald haben wir's. Ich verspreche, ich weiß, wo ich hin muss jetzt, ab jetzt. Ach, jung müsste man sein. Recht hat er. Ist doch gut, dass man hier erstmal kurz gar nichts sieht, wegen der Kamera. Ah, nicht gegen die Wand laufen, Harry. So, jetzt können wir wieder schön über diese tolle Brücke. Da zoomt die Kamera nochmal so gut aus. Und dann haben wir es irgendwann auch geschafft. Ah, Mensch, ist das schön. Und die Eulen fliegen auch jedes Mal hier wieder lang, oder? Aber gut, trotzdem cool. Und runter geht's. Ab zu Snape. Bei dem wir natürlich auch eine Unterrichtsstunde machen müssen irgendwann, aber zum Glück noch nicht jetzt unbedingt. Ich möchte jetzt erstmal die Story vorantreiben. Nachdem wir ja wirklich, wie gesagt, 4 oder 5 Parts einfach nichts gemacht haben. Professor Snape, hier ist mein Mondsteinaufsatz. Tatsächlich.
Kannst mal sehen. Mal sehen, ob sie zwischen Koboldstein und Mondstein unterscheiden können. Oh, was ein Diss von ihm. Also gut, das ist annehmbar. Jo, das ist voll gut, aber ey. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich bei Ihren Zugs nicht auf Miss Granger verlassen können. Hey, ich habe das selber geschrieben, ja. Und daher ein Folgeleben zusammengefasst, kann ja wohl nur Harry Potter schreiben. Ich muss dir ein paar Sachen in unserem Geheimraum zeigen. Die anderen brauchen nicht mitzukommen. Ja, wir haben noch einen Pokal geschafft, weil wir alle Hausaufgaben gemacht haben. Ich dachte eigentlich, das muss man, um weiterzukommen in der Story. War wahrscheinlich nicht so, aber gut. Annehmbar ist übrigens ungefähr eine 3. Kann man so umrechnen. Ohne gleichen Erwartung übertroffen, annehmbar, mies und schrecklich. Und wenn man Fred Weasley Glauben schenken soll, gibt es auch noch Troll. Als absolut 6, wenn man absolut schlecht ist. Warum gehe ich eigentlich hier lang und nicht durch das Porträt? Ich bin dumm. Egal. Wir müssen jetzt in den 7. Stock. Um den Leuten noch ein bisschen was beizubringen, nachdem Hermine uns etwas beigebracht hat. Harry ist der beste Lehrer, ey. Koboldstein machen wir auch irgendwann mal, aber das ist halt echt nicht so geil. Und nur relativ schwer. Habe ich jetzt nicht so Bock drauf, gerade. Achso, warte mal. Jetzt bin ich aber klug und gehe durch das Porträt. Ja, ich weiß. Ich bin klug, in einem Satz zu verwenden. Macht bei mir nicht so viel Sinn. Okay, damit sind wir im Raum der Wünsche und können jetzt endlich richtig loslegen mit den Unterrichtsstunden, jetzt wo alle da sind. Guck mal, wie ich motiviert ich schon mit meinem Zauberstab rumwedel. So, Colin will was lernen, das weiß ich. Yo, hi. Hallo Harry, ich freue mich so auf den Unterricht. Machen wir was Aufregendes? Ganz bestimmt. Ja. Können wir was in die Luft sprengen? Oder jemanden in ein Frettchen verwandeln? Oder diesen Zauber üben, mit dem man jemanden bewegungsunfähig macht? Petrificus Totalus! Jawohl, Harry ist so wieder schön am Schreien. Dieser Zauber mag einfach sein, aber er ist trotzdem nützlich. Wie es immer ein Neville um ausprobiert wird. Und dann wollen. Ich nehme Zauberstab aus und tippe dreimal so wie ich. Okay, das kriege ich hin. Petrificus Totalus! Alter. Planking für Fortgeschrittene. Macht Hermine denn? Achso, Ron befreit. Ron befreit hat sie. Wow, Harry, du bist der beste Lehrer aller Zeiten. Danke. Bring wir's. War richtig krass, wie ich dir das beigebracht habe, Junge. Ich habe dir das zweimal vorgemacht, dann kannst du das sofort. Oder du ein Naturtalent bist, Colin. Bringst du uns mal was Sinnvolles bei? Hey. Wie wär's, wenn Harry uns beibringen würde, dir das Maul zu stopfen? Ich weiß einen Zauber für Zacharias. Zacharias hilft dir bestimmt dabei, den Der Beef-Simulator 2015. Ja, nee, wann kam das raus? 2006? 2007? Man vielleicht. Muss den Zauber ausrichten und dann den Zauberstab so schwenken. Ja, das geht auch hin. Ist doch gut, dass da hinten einfach noch Fred steht, einfach so random. Ich zeige allen, wie es funktioniert. Oder George, weiß man natürlich nicht. Rictus Emperor! Toller Zauber! Gut gemacht, Harry! Rictus Emperor! An deiner Stelle würde ich das lassen. Wie, an deiner Stelle würde ich das lassen? Ich sollte dir was beibringen, du Mongo. Ich hatte viel zu wenig Zeit zum Üben. Oh, tut mir leid, Zacharias. Mehr Zeit haben wir für den Zauber nicht. Vielleicht ein anderes Mal. Wirklich toll, dein Unterricht, Harry. Ja, wenn man Zacharias disst, das gefällt man. So, was müssen wir denn jetzt machen eigentlich? Ach, Cho will auch noch was lernen. Levi Corpus. Hallo Harry, hallo Harry. Hallo Cho, hallo Cho. Wusstest du, dass Ginny Weasley und Michael Kors zusammen nicht. Sind? Wer, Michael Kors? Was bringst du uns heute bei? Das ist die letzte Stunde vor Weihnachten. Kannst du uns was Lustiges beibringen? Colin ist im Fullscreen. Ich kenne nur die Zauberformel. Kannst du Levi Corpus aufblättern, Hermine? Gut, hier steht, man soll den Zauberstab in die Luft heben und so bewegen. Das habe ich auch nie verstanden. Den lernte Harry im 6. Teil eigentlich aus dem Levi Corpus! Zauberbuch des Halbblutprinzen. Okay, sieh her. Aber aus irgendeinem Grund kann er den im Film schon im 5. Teil. Der nicht näher erläutert wird. Okay. Fand ich immer ein bisschen seltsam. Auch wenn es ein lustiger Zauber ist und der cool aussieht, fand ich es immer nicht so cool, dass er den schon kann, weil es halt keinen Sinn macht. Schlecht. Aber du schaffst das. Schöner Diss, Harry. Den anderen Zauber hast du schließlich prima hinbekommen. Das hast du gesehen? Ja. Klar. Los, zeigen wir es den anderen. Bleib, Harry. Ich möchte mit dir reden. Oh Gott, jetzt wird's wieder richtig awkward. Ist alles in Ordnung? Die Musik auch schon wieder. Du bist ein richtig toller Lehrer, Harry. Mistel.
Alter, Harrys Gesicht ist so retarded, ne? Er hat kurz vergessen, Grumpy zu gucken und hat einfach nur komisch geguckt. Wer schläft eigentlich in Anziehsachen, Harry? Was ist mit dir falsch in deinem Kopf? Harry, Harry! Ron, dein Daddy! Schnell! Dein Daddy! Wir müssen zu McGonagall! Oh. Harry, was ist los? Kann ich jetzt nicht erklären. Wir müssen McGonagall finden. Los! Los! Na cool. Das müssen wir sogar selber machen. Erstmal hier ganz gechillt im Gemeinschaftsraum stehen bleiben. Ja, ne? Da finden wir mal McGonagall. Wer schnarcht denn hier so? Ganz Porträts. Ach, da ist wo er schon. Wo wollen Sie zu solch später Stunde denn noch hin? Aber bewachst du das Porträtloch oder was? Angegriffen. Harry hat im Schlaf geschrien. Ich hab nicht geträumt. Mr. Weasley wurde verletzt. Ich hab's gesehen. Beruhigen Sie sich erstmal. Ich glaube Ihnen, Potter. Sie und Mr. Weasley gehen jetzt sofort zum Büro des Direktors. Ich hole Ginny und ihre Brüder. Los jetzt. Die Zeit drängt. Alles klar. Los, Harry. Minerva knows what's up. Da kann man ja nichts sagen. Dumm ist die nicht. Die mag zwar streng sein, aber sie ist immer hilfreich dabei. Ich glaube, die ganzen Türen sind zu, ne? Ja, man hat einen linearen Pfad. Und die Treppen bewegen sich nicht mal. Wo na? Brennt's? Wie kannst du reden? Du schläfst, du komisches Porträt. Schlafredner. Ja, Harry, ne, verschwende ruhig noch mehr Zeit. Geht ja nur um Leben und Tod. Das Leben und Tod des Mr. Weasleys, ey. Voldemorts Diss-Track. Kleine Anspielung natürlich auf den Bushido-Song. So, wir sind jetzt fast da. Mit Dumbledores Büro, zumindest wenn es da ist, wo ich hoffe, dass es ist. So eilig? Du schläfst auch, Junge, hör auf mich anzulabern. Es sollte theoretisch nicht hier schon sein. Phineas, aber okay. Gehen Sie schnell zu Ihrem Porträt am Grimaud-Platz. Sagen Sie Bescheid, dass Arthur Weasley schwer verletzt worden ist. Professor, bitte. Was ist bloß los mit mir? Herr Direktor, was Sie ist denn los mit dir? Ja, Severus. Ich befürchte, Severus. Wir können nicht bis morgen warten. Potter. Kommen Sie mit mir. Ja, Severus. Los, Potter. Fuchs wird zu Molly fliegen. Wir haben dafür gesorgt, dass Ihr Vater von den richtigen Leuten gefunden wird. Das macht Sinn. Komm, Harry, folg doch Severus. Warum bin ich hier? Was? Sie sind hier, um Oklumentik zu lernen. Die magische Verteidigung des Geistes gegen das Eindringen von außen. Es gibt eine Verbindung zwischen Ihnen und dem dunklen Lord. Sie müssen lernen, das zu kontrollieren. Sie meinen, er kann meine Gedanken lesen? Lesen, kontrollieren, manipulieren. Hm. Wenn er sich der Verbindung bewusst wird, können Sie sich nur mit Oklumentik schützen. Ich dringe in Ihre Gedanken ein. Legilimens. Ich dringe in Ihre Gedanken ein. Snape ist schon echt ein bisschen creepy, ne? Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht, aber ich glaube, man muss einfach immer... Ah, okay, ich habe A und D gemasht, also... Muss man in die entgegengesetzte Richtung, okay. Jetzt muss ich quasi nach rechts drücken, weil er nach links seinen Zauberstab gemacht hat. Jetzt muss ich nach oben, weil er nach unten... Ja, das ist relativ einfach, Oklumentik, nachdem man es einmal verstanden hat. Wir müssen Snape immer weiter zurückdrängen, sonst sieht er unsere dunkelsten Erinnerungen. Wie zum Beispiel das Geheimtreffen wegen unserem geheimen Geheimbund. Na, was kommt jetzt für eine Erinnerung? Ah, nochmal die mit Mr. Weasley. Harrys Kopf ist leer. Keinerlei Erinnerung, außer zwei Stück. Bam. Geh weg, Snape, du kannst nix. Na, was für eine Erinnerung kommt jetzt? Gar keine. Doch, ach, der Kuss mit Cho Chang. Ja, nee, das ist privat, Kollege. Das bleibt in unserem Kopf. Na, was kommt? Ah, nochmal das. Ne, er sollte auch nicht unbedingt wissen. Nicht, dass der uns noch bei Umbridge anschwärzt. Okay. Snape wurde besiegt. RIP Snape. Nicht übel, Potter. Danke. Für den ersten Versuch war es nicht so schlecht, wie ich erwartet hatte. Muss ich viele Stunden nehmen, Sir? Wie es scheint, teilen Sie die Gedanken und Gefühle des dunklen Lords. Eine solche Verbindung muss um jeden Preis unterbrochen werden. Mann, Harry, bei Severus kann es ja wohl ein paar Stunden nehmen. Sie dürfen an nichts mehr denken. Entledigen Sie sich aller Emotionen.
Der hat hier ein schönes Fenster. Ach, da ist Snapes Büro. Guck mal, interessant. Wir wissen genau, was ist. Ich glaube, ist das nicht sogar das Fenster, was ich irgendwann mal angesprochen habe? Wie cool das aussieht von außen. Ich meine schon. Und wir sind im Grimoire Place. Wie es ja anscheinend richtig ausgesprochen wird. Du solltest bald nach Hogwarts zurückkehren. Bevor du gehst, schau nochmal bei deinen Freunden vorbei. Sag Arthur Bescheid, wenn du gehen möchtest. Aber du bist mein Freund, Sirius. Ich muss doch bei dir vorbeischauen. Ich würde sagen, das ist aber auch ein guter Zeitpunkt, um den Part wieder zu beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal im Grimoire Place.